ist unser erster Zuschauer. Und der Karl. Der Karl ist Also ich würde sagen, wir können jetzt anfangen, oder? Wir haben schon ein paar Zuschauer. Also. 58. Überschreibt schon, kann man gleich vorbeikommen. Hoi Sven. Hey, wir sind live. Hallo miteinander. Wieder liebe Grüße vom Team Autobau. Hallo, hallo miteinander. Bekannte Gesichter. Schön, dass ihr einschaltet. Ich sehe, es kommt. Sehr schön. Also, wir legen gleich los. Es geht heute um den Porsche 935. Vielen Dank auch wieder mal damals für die Teilnahme am Abstimmen. Wir haben ja schon erahnen können, wie das Resultat rauskommt. Wir haben es noch kurz gepostet. Das ist gut zwei Drittel zu einem Drittel zugunsten vom Porsche 935 ausgefallen. Wir freuen uns natürlich auch, weil das Auto haben wir bis jetzt noch nicht featuren. Er steht natürlich noch eine Weile bei uns und kann dann auch live wieder angeschaut werden. Hi Mucki! wir haben halt da wirklich auch wieder ein bisschen Probleme, wir sehen nicht das ganze Auto. Sehen wir dann nachher, wenn wir rausgehen. Wir haben heute wieder einen kleinen Plan. Wir haben das also auch schon vorbereitet, wie ihr gesehen. Wir werden das Auto auch noch schnell auf die Waage stellen. Das werden wir jetzt regelmäßig auch machen. Finde ich noch spannend und mit relativ wenig Aufwand auch kontrollierbar, sprich messbar. So, Porsche 935 ist ein neues Modell, das 2017 vorgestellt worden ist. Es ist quasi ein Geschenk von Porsche an Fans zum 70-jährigen Porsche-Jubiläum. Das Auto ist limitiert auf 77 Exemplare weltweit. Es war ein sehr strenges Auswahlverfahren auch da bei Porsche. Man kennt es ein bisschen. Wir haben auch schon darüber geredet, Autos wie zum Beispiel Ford GT und diverse Ferrari-Modelle, die limitiert sind, haben inzwischen so ein Auswahlverfahren. Mit dem will man eigentlich verhindern, dass so ein Auto zum Handelsobjekt wird, zum Spekulationsobjekt. Also das, die Idee ist wirklich da von Porsche, das Auto muss gezeigt werden, das muss bewegt werden. Das sollte nicht irgendwo bei einem Sammler in der Garage verschwinden. Aus dem Grund hat man auch gerne nicht unbedingt daran gedacht oder von Anfang an gerne geplant, das Auto mit einer Strassenzulassung auszuliefern. Das heisst, es handelt sich um einen reinrassigen Rennwagen ohne STVO. Aber man hat auch da halt wahnsinnig viele Möglichkeiten bekommen in der Technik und im Design. Man hat auch natürlich eine Rennauspuffanlage einbauen können. Sportkarte etc. Hat zusätzlich zum Grossserienmodell hat er noch eine Wasserladeluftkühlung. Das kennen vor allem Tuner unter uns. Da wird mit zusätzlich destilliertes Wasser auf den Ladeluftkühler getröpfelt. Wir zeigen das natürlich nachher. Adriana kann uns jetzt aber schon mal zeigen, wo man das zum Beispiel befüllt. Das wird hier eingefüllt, auf Total. Nur destilliertes Wasser. Sehen wir da ganz gut. Und dann hat man da einen speziellen Trichter und so füllt man dann da das Wasser auf. Was ist da hier nebenzu? Das ist die Hebebühne. Da hängt der Schlauch an und dann kann man das Auto aufpacken, das ich dann nachher an ihr Auto zeige. Ah, jawohl. Viele Rennwagen, eigentlich fast alle GT-Wagen, haben eine sogenannte Schnellhubanlage drin. Das ist bei Rennwagen sehr sinnvoll. Das heisst, das Auto kommt in die Boxengasse, haltet an. Und anders als jetzt zum Beispiel der Formel 1, wo noch mit Manneskraft angehoben wird, tut man da einfach eine Luftdruckflasche anschliessen. Und gibt Power, also Luftdruck. Zack, und das Auto ist in die Luft. Es kommen unten sogenannte Stempel raus.
Also das sind drei Stempel, zwei hinten, einer vorne. Es sind ca. 30 Bar, die das Auto dann anhebt. Man hat hier freie Räder. Man kann in Sekundenschnelle auch das Rad wechseln. Das Rad wird ja auch im Langstreckensport eingesetzt. Um das Rad zu wechseln, hat man noch einen Zentralverschluss, wie es auch die RS-Modelle, auch die Strassenversionen sogar haben. Was auffällt, wir sind auf der rechten Seite des Autos, Beifahrerseite. Fahrerseite. Die sind rot, auf der anderen Seite blau, und zwar aus dem einfachen Grund. Einmal links gewinnt, einmal rechts gewinnt. Und das ist aus dem einfachen Grund, dass man während der Fahrt die Wahrscheinlichkeit kleiner ist, dass sich ein Rad lösen kann. Weil der Zentralverschluss ja im Gegensatz zum 4 oder 5 Schraubensystem quasi einfach auf viel, viel grössere Kraft übertragen. Das Drehmoment wirkt dem entgegen, das Drehmoment, das aufs Rad übertragen wird. Also die kann man auch nicht vertuschen, die passen nicht drauf. Die haben, wie gesagt, einmal links gewinnt, einmal rechts gewinnt. Man sieht hier vorne vor allem wunderschön. Wunderschönes CNC-Teil. Was man gerade auch sieht, ist die Abdeckung, die rot. Die ist aus Carbon, ist sehr leicht. Es ist aber leider nur ein optisches Gimmick. Porsche hat uns ganz klar mitgegeben, dass man die im Einsatz auf Rennstrecken entfernen sollte. Wir haben aber jetzt natürlich auch im letzten Mal im Kurzvideo sind wir mit denen gefahren, wie bei uns auf dem Rundkurs gefahren. Wir haben einen weit weg vom Limit. Es geht eigentlich nur um Bremskühlung. Es verhindert eine optimale Bremskühlung. So, was ist am Auto speziell? Also wir sehen unsere eigene Folierung in dem Fall. Wir haben gefunden, ja, ist ein Rennwagen, der darf ein bisschen auffällig sein. Und logisch machen wir dann ein bisschen Werbung für uns selber. Und für unseren Folierer, der gerade nebenzu ist. Das Auto wird nämlich am Werk so nackt ausgeliefert. Also was man hier in Carbon sieht, ist eben Sichtcarbon. Super schön, mit Klarlack, glänzend. Da haben wir überall solche Elemente. Da unten, hinten, Heckdiffusor. Das ist in wunderschönem Sichtcarbon. Das muss man haben. Das haben wir auch nicht poliert. Da, wo die Folie drauf ist, ist einfach. Ja, es ist nicht. Es ist Racing. Es ist nicht auf perfekte Optik. Es ist sehr porös. Hat Lufteinschlüsse. Da hat man einfach andere. Andere, wie sagt man, das Gewicht ist wichtiger, Stabilität ist wichtiger wie die Optik. Man sieht hier die ganze Haube von unten. Also da ist einlagig, oder? In der Grossserienproduktion, also Strasse, da hat man immer noch auch eine Innenseite. Das wird dann zusammengeklebt, die Haube ist, ja. Adriano, was würdest du schätzen, wie schwer? 100 Gramm. Also wirklich, das ist verformbar. Ja, also es ist wirklich nichts, es ist wie Papier. Wir haben das Auto nachher auf den Wagen, wir werden sehen, was es bringt. Also, ja, ich weiß ja nicht genau, wie schwer ist Basis. Übrigens, Basis GT2 RS Clubsport. Da habe ich noch vergessen zu erwähnen. Das Auto ist nicht neu erfunden worden. Es ist ein Nuelfo von einem bestehenden Modell. GT2 RS, aktuelles Modell mit 700 PS. Man sieht das übrigens auch noch. Ich finde das genial. Die Karosserie ist ja wieder rübergestülpt. Ursprünglich, im originalen 935er aus von 1977 hat. Also man sieht, man hat hier eigentlich wirklich nur ein aerodynamisches Kleid drüber gestülpt. Es ist vor allem um Topspeed auch gegangen. Le Mans, man weiß noch von früher, die langen Mühlsengraden, fast 400 km erreicht. Da hat man halt aerodynamisch das Auto verbessert, man hat quasi einen Aufsatz gemacht. Aber man sieht immer noch die originale 911-Karosserie drunter. Vielleicht sieht man es nachher noch ein bisschen besser, denn im Sonnenlicht. Im Prinzip ist hier eine bekannte 911-Karosserie, das Heck, und dann ist einfach hier. Das ist auch verlängert worden. Also es ist massiv verlängert worden. Wenn wir mal so schauen.
natürlich ein wahnsinniges Heck im Vergleich zum normalen. So, also, der Adriano hat inzwischen schon mal unsere Messwagen drunter gestellt. Er lädt jetzt das Auto langsam ab. So, die Stempel sind wieder oben. Auto steht auf der Waage. Und jetzt schauen wir mal, Werksangabe so nebenbei. Porsche ist noch schlau, sie haben keine genaue Angabe gemacht. Sie schreiben ca. 1380 Kilo. Wir haben dann auch, wer weiß, ist jetzt da leer, ist jetzt da trocken, ist das mit ohne Fahrer, ist das ein Renngewicht, ein Startgewicht. Weil bei Rennwagen hat man ja oftmals ein Mindestgewicht. Das wird vom Reglement bestimmt, von der Balance of Performance. In dem Fall gibt es ja keine Klasse, keine eigene Klasse für das Auto. Das Auto fährt schon mit gewissen Rennserien, dann oft in offenen Klassen. Und ja, dort tut man ein individuelles Gewicht bestimmen. Also, wir schauen jetzt, was es gibt. Kannst du ja. Gut, die Waage. Für die, die es noch kennen vom letzten Mal, oder die, die nicht dabei waren, Entschuldigung. Vorne links, vorne rechts, hinten links, hinten rechts. Das sind die aktuellen Gewichte pro Rad. Jetzt wollen wir zuerst mal wissen, wie schwer ist auf der Vorderachse. Vorne links und rechts addiert 487 Kilo und knapp 34%. Das war natürlich bei einem Auto mit Heckmotor zu erwarten gewesen. Wir wissen ja, Porsche, Motor hinten, das Hauptgewicht hinten. Die sind darum auch wahnsinnig leicht auf der Vorderachse und das führt unter anderem auch dazu, dass sie so ein wahnsinnig agiles Einlenkverhalten haben und auch auf der Bremse wahnsinnig gut sind. Oder das Gewicht, Gewichtsverteilung, die Dynamik ist einfach besser. Gut, ich würde mal sagen, das ist Nuelfer-typisch. Genau, jetzt sehen wir die hinteren noch dazu nehmen. Jetzt haben wir das Gesamtgewicht, 100%. 1445 Kilogramm. Adriano, haben wir schon Benzin drin? Ja, etwa 20 Liter. 20 Liter Benzin und glaube etwa 2 Liter destilliertes Wasser. Wenn wir da jetzt noch absichern, sind wir irgendwo bei 1400 Kilo. Mhm. Also relativ genaue Angabe. Wobei eben noch ohne Fahrer. Was wir auch schauen können, ist Drahtlast, also Drahtlastverteilung. Das wird diagonal gemessen. Also vorne links und hinten rechts muss quasi gleich viel angeben wie vorne, vorne rechts und hinten links. Das machen wir dann so. Über das Kreuz haben wir 49,5. Wir müssen jetzt noch den Fahrer reinsetzen, damit das natürlich stimmt. Wenn es perfekt eingestellt ist, sollte sich das nicht gross verändern. Das ist einfach also so ein bisschen, das ist ganz wichtig beim Rennwagen, dass man das genau abstimmt. Gerade bei Porsche ist es sehr wichtig, damit die Fahrdynamik auch Porsche-like ist. Jetzt wollen wir eigentlich gerne nicht mehr lange um den heißen Brei herumreden. Ich weiss, die meisten haben eingeschaltet, weil wir das Auto jetzt live sehen wollen. Also ich würde sagen, wir nehmen den raus. Adriano. Bis Adriano so weit ist, noch ein paar Worte zu... Wie kommt man zu so einem Auto? Also verantwortlich für das Auto ist der Frank Walliser, der ja in Weissach zuständig ist für die RS-Modelle. Übrigens alle sämtliche RS-Modelle, auch die Strassenautos. Wie auch Cup Porsches werden in Weissach entmontiert, also hergestellt, gefertigt. Und die Autos, die Nuelfer, die man so hauptsächlich auf der Straße sieht, sage jetzt mal bewusst, die Volumenmodelle, die werden dann in Stuttgart produziert. So, das Auto hat man nicht können beim Händler bestellen. Das hat man wirklich direkt bei Porsche Weissach hat man sich da können anmelden, bewerben. Zuerst hat man schon über den Händler können sagen, ich habe Interesse. Der Händler hat dann einen Kontakt vermittelt. Und über den Kontakt hat man sich dann können bei Porsche melden. Das ist immer mit wahnsinnig langen Wartezeiten verbunden gewesen. Zwischen ihnen hat man dann auch mal gefunden, ja gut, jetzt hat man halt keinen zugesprochen bekommen. Und dann ist dann aber gleich noch etwas gekommen. Im Endeffekt
ist dann einfach quasi nie mehr gekommen, dass man ausgewählt worden ist, um den können kaufen. Und dann ist es relativ einfach gewesen. Man hat dann einfach einen Vertrag bekommen, man musste ihn unterschreiben. Es hat nicht viele Optionen gegeben. Bis auf Ersatzteilpaket und Design. Also so, ich weiß nicht, ob man es gesehen hat, so ist das Auto quasi geliefert worden. Es hat schon noch speziell ausgesehen, den kompletten Carbon. Das Problem ist, man sollte es eben nicht nackt lassen, weil das einfach auch keinerlei UV-Schutz drauf ist. Das würde mit der Zeit vergilben und spröde werden. Also so, das ist quasi ohne Design. Dann hat man die verschiedenen Designs hätte man können haben. Immer ein bisschen retro, also hier im Martini-Design. Martini Classic. Wir haben noch in Grau. Wir haben das Salzburg-Design. Die alten Moby Dick kennen, die echten 935er aus der früheren Zeit, wo ja auch Rennen gefahren sind in Le Mans und so weiter, würden jetzt auch das Design erkennen. Das ist ein Hommage an die früheren erfolgreichen 935-77-78. Es ist einfach eine Geschmackssache, ganz klar. Aber es hat auch einen Preis. Und das war dann auch der Grund, warum wir gesagt haben, ja, wir machen gescheiter ein eigenes Design. Weil die Aufpreisoption zum Defolieren von Porsche ist mit deutlich über 20'000 Euro drin gewesen. Und wissen wir selber, dass man das auch ein bisschen günstiger kann. Und eben, wir haben dieses eigene Design da nicht drauf tun. Und das Schöne ist ja am Folieren, man kann, wenn man Lust hat, jedes Jahr ein neues Design machen. So, der Adriano, wo übrigens unser kleiner Mechanikerstar musste zu Porsche, ist am Nürburgring geschult worden über das Auto. Adriano, was hast du dort gelernt, vor allem? Dort habe ich gelernt, wie man mit der Telemetrie umgeht. Das heisst, man kann in jeder Rennstrecke, wo man die Software neu draufladen. Das heisst, ich muss immer über GPS sagen, welcher Rennstrecke dass ich fahre, damit ich die Zeit messen kann. Das macht man dann mit einem Laptop. Also die Rennmechaniker unter uns kennen das, ist natürlich nichts Neues. Sogenannte PI, also Aufzeichnung, Telemetriesystem, wo man alle Daten, sämtliche Daten kann rausholen kann. Wir haben jetzt hier eine Demo bekommen von Porsche, wo sie in Spar gefahren sind. Man sieht Drehzahl, Geschwindigkeit, Gänge. Man kann dann alles nachschauen, aber neben der Rundenzeiten natürlich. Also die Rennstrecke wird per GPS aufgezeichnet, das System ist alles schon ab Werk verbaut. Das System ist übrigens von Cosworth. Genau, das ist die GPS-Antenne und das ist, dann läuft dann eigentlich alles über das zentrale Display hier. Da kommen wir nachher noch drauf zu, wenn wir den fahren, aber es ist ein echter Rennwagen. So gesehen, oder? Also mit Telemetrie, mit den Möglichkeiten auch zur Abstimmung im Endeffekt. Also wir haben jetzt zum Beispiel da können schauen, wie viel Ladedruck macht das Auto. Wir sehen 1,5 Bar, ist so das Maximum. Er hat eine Begrenzung in den ersten zwei Gängen, was ja absolut Sinn macht bei tiefen Geschwindigkeiten. Es ist nämlich nur Heckantrieb. Hey Patrick. Hi Renate. Adi, ich würde sagen, komm, fahr mal raus. Jawohl. Dann sieht man ihn auch mal richtig schön. Haben wir schon Fragen? Yvonne, haben wir schon Fragen? Meinst du, der Porsche ist ein wichtiges Rennfahrzeug, wie zum Beispiel GT3R? Oder sagst du, nein, Strecke optimiert mit GT2RS? Die Frage ist, glaube ich, vom Ray. Hallo Ray, gutes Deutsch, super. Ja, das ist ein echter Rennwagen. Es ist aber nicht ein Cup Porsche. Also das ist schon spürbar, dass der auf einem Straßenauto basiert. Wir haben sie auch gesehen anhand vom Gewicht. Also ich bin halt schon Vollblut-Racer und komme so ein bisschen aus der Formel, aus dem Formel-Rennsport und Da ist das Gewicht natürlich alles. Und für mich darf ein Rennwagen nicht mehr wie eine Tonne haben. Also so gesehen, ja, ich lasse
dich mal selbst die Frage beantworten. Adi, kannst du loslegen? Ich habe es erwähnt wegen der Schnellhubanlage. Es braucht also mindestens 30 Bar und das wirkt schon knapp. Also wir haben unsere Flasche auf 50 Bar. Das ist auch ein Problem. Also da müsst ihr irgendein Rennteam finden, wo ihr das auflädt, weil die Flasche muss 200 Bar rein, damit auch 50 Bar ankommen. Ah nein, keine Straßenzulassung. Es ist ein reiner Rennwagen. Das ist ein Problem. Hast du die von Nico auch gesehen? Schon auf dem Prüfstand gelaufen, hat leistungsmäßig absolviert. Ob das mit dem WLAN funktioniert. Ich hoffe, tut mir leid, die Übertragungsqualität. Ja, beim Einfahren sind wir. Also, Porsche RS Modell, auch euer Straßenauto muss nicht eingefahren werden, weil das ist schon gemacht worden, auf dem Prüfstand. Es wird auch leistungsmäßig vollführt und gemäß Porsche wird kein Motor eingebaut, der Nennleistung nicht erreicht. Und das können glaube auch Insider bestätigen. Ja, es macht übrigens Ferrari macht es nicht anders. Also bei Ferrari weiß ich sogar, dass sie noch mindestens 1000 Kilometer fahren, bevor das Auto ausgeliefert wird und nachdem auch der Tacho wieder auf null zurückgeschraubt worden ist. Das ist nicht illegal, das ist erlaubt, das ist okay. Ich finde das auch wichtig bei solchen Autos, weil es geht einfach nicht über ein Einfahren auf dem Prüfstand. Es ist viel die bessere Bedingung für das Auto als in freier Wildbahn, wo man nicht alles beeinflussen kann. Und da kommt noch dazu, es ist ein Rennwagen. Also wie absurd wäre das, wenn ich einen Rennwagen zuerst einfahren müsste. Ich müsste quasi 2-3 Trackdays buchen und fahre dort nur mit Halbgas umeinander. Also in dem Fall wirklich kein Thema. Ich habe vorher noch einen schönen Spruch gehört. Vergesst das Einfahren. In dem Moment, wo er das Auto bekommt, hat er schon genug gelitten. So, jetzt fahren wir einfach mal. He? Ich steige gleich ein. Ich steige nachher ein, dann filmen wir zuerst von innen. Frage von Christopher, nein. Also wir sind wirklich das zweite Mal auf unserem kleinen Rundkurs unterwegs. Es sind 400 Meter. Es ist ja bis jetzt noch... Es hat leider noch keinen Trackday gegeben. Also das Auto ist im Dezember geliefert worden. Und da ist erstmal Winterpause gekommen und nachher ist Corona gekommen. Wir haben noch gar keine Gelegenheit gehabt. Wie viel PS das er hat? Ja, also der bei der Werksangabe ist 700. Wir sind aber überzeugt, dass er mehr hat. Und wir sind auch dran etwas. Wir werden noch ein cooles Video nachreichen, wo das Auto auf dem Prüfstand ist. Wir wollen es nämlich auch genau wissen, wie viel PS das er hat. Ich schätze, es um die 740. Werden wir dann sehen. Also Christoph, du könntest eigentlich rüberschwimmen. So, ich halte ihn jetzt einmal an. Ich will mitfahren. Ja, gell, Frank, die Turbos, Hammer.
Hammer. Das ist halt auch, weil kein Cut drin ist. Also das kommt direkt hinten raus. Komm, das hören wir uns jetzt mal von außen nochmal an. So sachte. Geschützt ist, also hier volle Einrichtung, Sicherheitseinrichtung gemäß FIA-Standard. Und das ist auch der Grund, warum das Auto keine Handbremse hat. Dürfen Rennwagen nicht haben, das ist per Reglement verboten. So, übrigens auch hier nur Carbon. Die Tür ist sehr leicht, also ist ein Blatt Papier auch. Hier keine Möglichkeiten, um das Fenster aufzumachen. Das brauchen wir nicht, weil Porsche hier eine super Lüftung drin haben mit Klimaanlage. Also wir haben Klimaanlage. Was gibt's noch in dem Auto? Feuerlöschanlage. Genau. Also hier, das sind die Düsen. Die Düsen, wo dann der Schaum rauskommt. Also ist nicht nur vor allem auch die Insassen werden damit geschützt. Das wurde 1:1 übernommen, genauso auch wie Getriebe, Schalthebel, Lenkrad zeigen wir euch nachher noch ein bisschen genauer. Das sind auch Schutzeinrichtungen, die beim Überschlag verhindern, dass die Arme verletzt werden, indem sie im Cockpit rumfliegen. Also Adriano, wir fahren los, würde ich sagen. Also jetzt mal Sound von innen. Das Handy unmöglich halten, das ist pervers, wie das Ding abgeht. Wahnsinn. Also ich kann das nicht filmen, das geht einfach zu bestialisch. Ja, ich weiß jetzt auch nicht, wie der Ton da rüberkommt, so von innen. Es ist schon sehr laut hier drin. Ich steige jetzt mal aus und filme von außen weiter. Auch. Das ist ein Wahnsinnsfeuerwerk. Jetzt mal Richtungswechsel. Und jetzt schauen wir mal noch ein bisschen näher zu.
Also man braucht eigentlich Ohrenstöpsel. Es gibt ja viele Leute, anscheinend gibt es die, die finden Porsches auch nicht schön. Der tönt nach nichts, sagen die. Ja, schön, ist ja Geschmackssache, aber ich finde halt, er tönt beruhigend. Für mich ist das irgendwie so, ja, der schreit halt nicht. Der brummt so ein bisschen und pfeift, aber schreit nicht. So, wir haben ja auch noch erzählt mit dem Wassersystem. Jetzt sieht man auch schon die ersten Wassertropfen auf dem Boden. Das heisst, es ist jetzt heiß geworden, dann wird das automatisch quasi die Ladeluft, also die Luft, die in den Motor reinkommt, die komprimierte Luft, die wird dann noch zusätzlich runtergekühlt, was der Klopfneigung auch entgegenwirkt. Und ein bisschen zusätzliche Leistung wird es schon geben, nur das war nicht das Ziel hier bei der Aktion. Hey JJ ist auch dabei. Hi JJ, wie geht's dir? Also, ich bin Adriano lässt auslaufen. Nicht das Auto, die auslaufen heißt das Schweizerdeutsch, ums Laufen lassen. Also hat nichts mit Auslaufen zu tun, sondern ausrollen quasi. Also langsam zu Ende fahren, damit alles runterkühlen kann. Ist gerade bei einem Turbomotor sehr wichtig. Ein bisschen Fahrtwind generieren, die ganzen Systeme runterkühlen. So, jetzt schauen wir mal rein. Mal das Cockpit noch ein bisschen zeigen. Wahnsinn! Was meint der Fahrer dazu? Ohne Ende. Also du hast mir Angst gemacht. Weil ich habe mich gar schnell reingesetzt, ohne mich anzuschnallen. Hab gedacht, ja gut, jetzt mal erstmal eine gemütliche Runde, da gibst du Vollgas. Also ich habe erstmal einen Schock bekommen, das Ding geht richtig gut. Wir haben hier Sportlenker natürlich. Sportlenker mit den inzwischen fast üblichen Funktionen. Radio, also Funk für Fahrer und Boxencrew. ACK heißt Acknowledge, also annehmen. Das ist ein Bestätigungsknopf. Die kann man individuell belegen. Das ist alles programmierbar über diesen Ständer.
Stecker hier, wo man den Laptop anschließt. Wie gesagt, Display kennen die Cup-Fahrer schon seit 991 Cup. Es ist Standard. Wie gesagt, das System von Cosworth kann eigentlich überall eingebaut werden. Wunderschön auch hier. Eine manuelle Ladedruckanzeige. Juhu! Und dann haben wir neben, also auf Mittelkonsole, noch weitere Funktionen. Neben der Lüftung zusätzliche Funktionen. Notaus. Man kann ABS einstellen. Genau. Von 1 bis 7. Das bestimmt quasi den Schwellerwert. Also wann regelt das ABS? Stellt man jeweils ein, je nach Wetter, je nach Oberfläche der Strecke. Da ist noch ein kleiner Balken sichtbar mit so einer Grundeinstellung. Also nasse Strecke eher höhere Zahlen, das regelt dann früher. Trockene Strecken mit Slicks dann eher tiefere Zahlen. Hey Pico, how are you? Nice to see you're joining. Cool. Jo. Ja, was will ich noch erzählen? Hinter Vogel hätte es jetzt keine gegeben, unbedingt nochmal live vorstellen. Ja, das machen wir auf jeden Fall. Wir machen das auf jeden Fall, weil es ist einfach nicht dasselbe. Und eben, dann gibt es noch Übertragungsschwierigkeiten. Und vor allem der Sound kommt niemals so rüber, wie es hier ist. Das war wieder echt ein Feuerwerk hier in Romanshorn. Und es. Wir können auch nichts dagegen tun. Bei uns gibt es immer sofort Zaungäste. Also die sind jetzt nicht auf unserem Grundstück, aber ja, da spielt da Corona auch keine Rolle mehr, wenn man mit sowas rumfährt. Ja, dann würde ich sagen, kommt uns besuchen. Wir dürfen am 11. Mai, also am Montag, wieder öffnen. Und wir freuen uns unheimlich, dass wieder Leben in die Bude kommt. Und wir haben auch uns vorgenommen, weil wir dürfen ja leider noch keine... Wir dürfen ja leider noch keine Events durchführen, also das Sammlungsverbot besteht noch. Nichtsdestotrotz werden wir bei Öffnungszeiten, bei schönem Wetter, die Autos bewegen. Nicht offiziell, keine Rollouts, keine Moderation, aber wir fahren damit. Ihr seht also, wenn ihr kommt bei schönem Wetter, die Autos in Aktion. Wir freuen uns. 11. Mai, Montag, wir haben jetzt auch gerade unsere Webseite aktualisiert mit den Öffnungszeiten, auf Facebook sowieso. Wir haben ein paar Sonderöffnungszeiten hinzugefügt. Ja, wir hoffen, dass die Leute kommen. Wir haben super Maßnahmen, ergriffen. Wir haben sehr große Hallen. Wir haben über 2000 Quadratmeter Fläche zur Verfügung. Also Abstand einzuhalten, bei uns alles gar kein Problem. Super, also vielen Dank fürs Zuschauen. War wieder schön mit euch.